So, hey yo zusammen und willkommen zum Sum 2 Community Clash Stream. Ich klingel gleich mal die Leute an. Fraglich, ob bei der Hitze überhaupt jemand mitmachen möchte heute. Aber der Termin steht jeden zweiten Samstag. Ich probier's einfach mal. Und wenn sich gar keiner meldet, ja dann nicht. Dann fällt's aus. Ah, das sehen wir gleich. Würde mich aber nicht wundern, wenn die Leute bei der Hitze lieber grillen oder sonst was. Das könnte ich komplett nachvollziehen. Wäre mir auch recht. Oder, ja. Es ist okay, ne? Es ist wie es ist. Wenn es so ist, ist es so. Wenn es anders ist, ist es anders. Spielt dann auch keine große Rolle. Haben sich auch nicht so viele eingetragen. Aber wie gesagt, bei der Hitze kann ich das nachvollziehen. Wenn man da keinen kühlen Raum hat. Manchmal will man auch dann lieber draußen sein. Grillen, Freibad oder Baggersee oder was weiß ich. Macht auch eindeutig mehr Sinn, würde ich jetzt behaupten, als um 18 Uhr Samstag da jetzt hier dabei zu sein. Aber ich bin halt ein richtiger Nerd und da kürze sich das so, ne? So, ich werde es probieren bis 10 nach, denke ich mal, und dann werde ich es ruhen lassen. So schaut's aus. Aber jetzt schauen wir erstmal. Wir hätten zwei spannende Schlachten, einmal Pforte von Rohan, eine sehr kleine Map. Und einmal den Kelduin, auch eine sehr interessante Map. Ob sich da jetzt was tut oder nicht, das sehen wir gleich. Wie gesagt, ein bisschen Zeit gebe ich den Leuten jetzt. Gegen Winter wird es dann wahrscheinlich eh wieder mehr. Denke ich mal. Aber bei der Hitze, ich kann sagen, also ich hätte es nichts dagegen, ich sag mal, das einfach ruhen zu lassen heute. Weil es halt wirklich warm ist. Aber gut, das sehen wir gleich. Das sehen wir gleich. So. Bisher, glaube ich, hat sich da noch immer nichts getan. Nope. Ich probiere es einfach weiter. Denn wir werden schon sehen, ob und wie sich da was tut. Wenn bis 10 nach aber nichts ist, dann Pech gehabt. Dann bin ich auch weg. Dann bin ich auch erstmal weg und tschüss. Aber das sehen wir gleich. Ob es heute ein kurzer. Hallo. Nein, da ist tatsächlich jemand da. Hallo. Hallo. Bin ich der Einzige? Bisher bist du der Einzige. Und zwar, es gibt ein Problem. Ich brauche noch so 5 Minuten. Okay, ja. Was bedeutet, ich weiß nicht, ob du jetzt noch irgendwie kurz was zu machen hast. Wäsche oder so. Nee, tut mir wirklich leid. Ich muss, meine Eltern sind ein bisschen streng und da Ist weißt du kein nicht, da. Problem, kennt jeder von uns, mach was du tun musst. Wenn es nicht zu lang dauert, kann ich warten, ist kein Thema. 5 bis 10 Minuten länger nicht. Alles klar. Es ist einfach nur Blumengießen und noch so Zeug, aber 5 bis 10 Minuten. Okay. Also ich bleibe jetzt auch gerade im Ding schon mal drin. Ich bin Gut. gleich wieder da eigentlich. Okay. Tut mir wirklich leid. Kein Problem. Nö, Pflichten im Haushalt müssen erledigt werden, ne? Das kennen wir alle irgendwo her, das hat auch seinen Sinn. Da bin ich niemand, der sagt, hey, hier so nicht. Ist ja Schwachsinn. Ich will ja, dass die Leute sich Mühe geben, upsie, um irgendwann in der Gesellschaft anständig bestehen zu können. Macht ja auch Sinn. Ne? Wenn ich jetzt mal ehrlich bin, macht das tatsächlich Sinn, dass es da Leute gibt,
Und dass er das jetzt hier so offen sagt, hier, sorry, das geht vor. Super, kann ich nur unterstützen. Finde ich gut. Also Lob meinerseits, Respekt, so muss das. Jetzt weiß ich nicht, wie ich die anderen Leute anrufen kann. Aber ich habe es jetzt dreimal probiert. Und ja. Ne? Der gute Felix ist doch der Sturmhart, ne? Habe ich das richtig im Kopf? Jetzt lass mich mal gucken. Felix Schlegelstürmer, ja genau. Passt. Das ist der gute Mann. Ja, entweder spiele ich dann heute zweimal gegen ihn, wenn er das möchte, oder ein Gebiet geht so an mich über. Pech gehabt. Wenn sich von 300, wie viele? Wir haben jetzt, ich glaube, zusammen sind wir jetzt tatsächlich um die 350, 360 Leute, vielleicht auch noch ein bisschen mehr, auf meinem Kanal, was übrigens super ist. Und wenn sich da gerade einer findet, der heute Zeit hat, ja, dann ist das einer von 360. Ist gar nicht so viel. Aber wie gesagt, nicht jeder hat das Spiel. Das Spiel kostet ja auch 100 noch was Euro. Das ist ja der Witz. Und dann noch gebraucht. Ich verstehe wirklich nicht, warum EA nicht einfach sagt, hier, sie hauen das für 20 Euro als Singleplayer, also als Standalone-Add-on raus. Wie StarCraft zum Beispiel. Die würden nochmal so richtig fett Kohle machen für ein Spiel, das sie vor Jahrzehnten quasi programmiert haben. Einfach so. Das wäre super. Vor allem, wenn sie es dann als Digital Download anbieten, dass man keine CD mehr braucht. Das wäre wirklich Bombe. Ich hab's zwar da, aber wenn die CD mal kaputt geht oder verschütt geht oder was weiß ich, dann ist halt Ende und die werden nicht mehr produziert. Das heißt, mit jeder kaputten CD werden es weniger Leute, die es legal spielen können. Also ich weiß nicht, wie das in der Rechtslage ist, wenn man die CD hat, aber sie ist unbrauchbar wegen Kratzern und was weiß ich und man zieht sich dann Crack runter. Aber da sind dann auch wieder Probleme mit Multiplayer und Patchen und was weiß ich. Ist halt totaler Schwachsinn. Dass EA da nicht sagt, hey, wir bringen das jetzt für 20 Euro raus. Und 20 Euro ist ein Geld, wo ich sage, ja, 10 wäre mir lieber, aber ein 20er würde ich das Spiel, wenn ich es dann dauerhaft habe, mit Support, dass es auf Windows 7 und Windows 10 und was weiß ich und Linux und iMac und keine Ahnung, funktioniert, dann wäre das auch 20 Euro wert. Nach wie vor ist ein gutes Spiel. So, bin da. Na, jetzt hast du dich aber abgehetzt. Ja, ich hab jetzt ein bisschen Wort übernommen. So. Dann schauen wir mal, wie es heute ausschaut. Jetzt weiß ich gar nicht mal, ob ich letztens den Zufallsgenerator genommen habe. Letztens waren wir nur auch zu Ja, zweit, ne? deswegen habe ich gesagt, das muss nicht sein. Ich glaube, das handle ich dann jetzt hier genau wieder, weil das macht hier wenig Sinn, wenn man das so eins zu eins rauspflücken kann. Da Ja, wird sich da nichts ändern. ich hoffe, ich habe mich richtig eingetragen. Ich wollte Zeldruin verteidigen oder angreifen. Ich weiß nicht, ob es jetzt. Neu. Verteidigung, Zelda, ja, passt. Okay. Passt. So, wen haben wir hier jetzt noch? Ist noch jemand dazugekommen? Ja, ich. Aber ich habe mich nicht angemeldet, weil ich bin eben erst nach Hause gekommen. Ich Okay. dachte, ich spiele schon. Ja. Willst du trotzdem spielen? Weil wir sind jetzt bloß zwei Leute, dann kannst du einmal Ach spielen und so. er einmal spielen. Also, ich würde das durchgehen lassen Ist für heute, kein weil Killer halt. da, oder? Nee, keiner mehr da. Und ich habe jetzt 10 Minuten gewartet, jetzt ist Schluss, jetzt mache ich Schicht. Ach so, ist. Hat sich auch nur Felix angemeldet gehabt, oder? Ja, der Henny noch, aber der ist nicht da, also der kann heute wahrscheinlich nicht. Sonst hätten wir bloß die Verteidigung oder Sturmhart doppelt. Aber ich hätte lieber, dass das geteilt Okay. ist, wenn du möchtest, aber musst nicht, wie du willst. Ja, also wenn sonst keiner da ist, würde ich es natürlich übernehmen, aber ich bin jetzt halt kurzfristig jetzt in den Chat gekommen, weil ich jetzt gerade heimgekommen bin.
Okay, also du kannst es dir überlegen. Ich würde dann eh erst mit dem Sturmhart spielen. Wenn du noch was erledigen musst, Ja. kannst du das tun. Nee, also ich habe jetzt gerade nichts mehr. Okay, also wie du möchtest, steht dir jetzt frei. Okay. Ja, also dann würde ich es übernehmen. Dann machen wir das doch so. Ja. Gut, dann starte ich schon mal Tunkle. Mal sehen, ob diesmal für Felix der Sieg drin ist. Ich Möglich. habe schon eine Taktik. Oh Gott. Ja, mich bei der Hitze kaputt zu hauen, ich sehe schon. Bei uns ist es auch warm. Ja, es ist echt abartig warm. Jetzt muss ich nur gucken, wie das hier ausschaut. Blub, 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 blub. Viele 50 Liter Xaver. Ja, so muss das. Obwohl ich eigentlich ein wenig trinke, also von sich, ich trinke eigentlich nicht mehr als so 3 Gläser so am Tag, aber heute. Ja, bin auch nicht so der Vieltrinker. So, dann schauen wir mal. Netzwerksuche, Spielsuche. Da. Schlacht um Mittelerde. Bam. So, Werbung. Ich sehe dich auch schon. Ja, wer fängt denn an? Ich oder? Ja, hätte ich jetzt gesagt. Warst du Ja, als mach erster du da? erst lieber erstmal. Okay, dann schalte ich schon mal Spiel. Genau. Muss ich noch CD einlegen. Derzeit kann ich ja mal Tangle starten und so. Genau. So. Gut, dann starte ich das Spiel jetzt auch. Ja, ich bin jetzt auch gerade am Starten. Ja. Schauen wir mal, los geht's. Hoffentlich funktioniert jetzt alles. Gucken wir mal, dann sehen wir schon. Ich habe mir letztens einen zweiten Monitor angelegt. Das ist ziemlich praktisch, finde Ja, das ich. ist ziemlich praktisch. Ich weiß, dass es ziemlich praktisch ist, aber ich kann bei mir einfach nicht stellen. Ich wüsste nicht wo. Was ist auch Let's Plays oder? Nee, aber einfach nur zum Lernen bei Schreiben noch und so. Es ist auf jeden Fall sehr nützlich, das stimmt. Das ist richtig nett. Weil dann kann ich jetzt auch während ich spiele auch sehen, ob mir jemand schreibt oder so. Ist ziemlich praktisch. Ja, das ist echt gut. So, das scheint soweit zu funktionieren. Sehr schön. Dann gehen wir da doch gleich mal rein. Kelduin. Ach Gott, die Cup-Map. Das ist ja furchtbar. Das ist die, wo ich gespielt habe am Anfang. Oh. Mit dem Fluss. Das ist Mit die mit der. der Inselstadt in der Mitte. Das ist die Oh Stadt. Gott. Ah ne, das ist die. Ah, okay. Ne, das war dann was anderes. Ah, das war kein anderes, wo ich hatte. Ja. Das ist Seestadt. Ich Ich weiß hatte nicht, warum ja. es Ja. Seegrünator haben Dann wollte. darf ich ja Menschen oder Zwerge nehmen, richtig? Eigentlich Zwerge. Naja, in der Seestadt sind ja nicht nur Zwerge, ne? Also Ja, das da sind ja leben. keine Menschen, das ist letztens in der Erde, die Talbogenschützen da. Ja, Ja, es sind Das ja sind ja dann Menschen. Zwerge. Ja, meine ich Zwerge, ja. Naja, gut. Von mir aus, dann halt Zwerge. Gut, okay, keine Ahnung, es wird so furchtbar. Okay, also ich wäre, glaube ich, soweit. Kriegspunkte, wie schaut's aus? Ja, nein? Ich will eigentlich gerade keine einsetzen, es sei denn du. Nee, nee, habe ich jetzt auch nicht vor. Ja, dann wäre ich eigentlich bereit, ja? Könnte man das jetzt. Super, dann lege ich hier auch schon gleich wieder auf. Ja. Switch um. Und dann bis gleich. Viel Spaß. Bis gleich, danke. Ja.
So, das ist weg, das passt. Zwerge gegen Angmar. Oh. Keine Ahnung, wie das funktioniert. Schau mal einfach mal. Ich habe null Plan. Ich kenne die Zwerge wirklich gar nicht. Also das ist so. Ne. Weiß ich nicht, ob das so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Ich werde versuchen, sehr schnell in die Mitte zu kommen. Wie das genau funktioniert, weiß ich nicht. Aber ich baue irgendwo in der Mitte eine Dings und dann schauen wir mal. So. Irgendwo hier so. Da baue ich jetzt. Und dann hole ich mir das Horn. Das macht am meisten Sinn. Die Schätze wären auch nett, aber ich gehe jetzt übers Horn. So, dann diese Halle der Könige oder wie die heißt. So. Und dann nehmen wir den ganzen Mist, weil hier, das muss man alles einnehmen. Das ist wichtig. Wer das am Anfang hat, gewinnt. Das wird ein sehr, sehr knackeliges Spiel. Ich weiß auch gar nicht, ob ich jetzt gleich eine zweite. Nee, ich baue jetzt keine Mine. Ich baue instant das Zeugs und schaue, dass ich die rüber bekomme. Dann nehme ich jetzt Wächter, die kosten weniger. Und dann hoffe ich, dass das funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Ich weiß nämlich nicht. Das ist äußerst riskant hier. So. Dann nochmal Wächter. Also hier, das muss man so schnell wie es geht einnehmen. Vor allem die Taldinger. Ich hole mir jetzt bloß zwei Wächterdinger. Und gut ist. Dann spamme ich da rum wie nix. Was anderes wird da nix bringen. Das sehe ich jetzt schon. So, falls er mit Reitern am Anfang spielt. Ah, das wird ein sehr, sehr seltsames Spiel. Ja, Gasthaus muss ich auch einnehmen. Ich bin sehr gespannt. Das hole ich mir auch als nächstes für die Bogenschützen aus Tal. Schauen wir mal. Boah, ich habe so schwitzige Hände. Und das ist jetzt nicht nur wegen der Hitze, sondern weil ich nervös bin. Bin wirklich nervös hier. So, dann raus. What? Geil. Fängt ja schon mal gut an. Was ein Schwachsinn. So. Ja, das sollten sie aber schaffen. Schaffen die das? Ich hoffe mal. Ah, der spammt aber gut. Jetzt kommen meine Leute gleich als nächstes. Sollen sie aber nicht. Na los. Wo nehmen die mein Gebäude ein? Das dürfen die gar nicht. So, habe ich denen nicht erlaubt. So. Das da. Ja, das war dämlich. Da waren nämlich noch Phalanx-Leute, ne? So. Dann verteilen wir uns mal. Das wird eine sehr seltsame Karte. Ja, die ist zu stark. Vielleicht kann ich jetzt bald einen König Dain raushauen.
Ah, das ist schon sehr stressig hier, muss ich gestehen. Ich hole mir jetzt erstmal einen Prinz Brand. Dann sehen wir weiter. Ah, der ist tot. Also ich verstehe seine Taktik. Das ist eigentlich auch die einzige, die hier funktionieren dürfte. Aber ich glaube, ich spiele die ein bisschen schneller. StarCraft sei Dank. Habe ich auch jahrelang gespielt, ne? Na komm. Irgendwo muss doch Platz sein. So. Es ist schon sehr knackig hier. Wie, das wird nicht gehen? Hä? Lol. Gut, wenn hier nichts geht, was soll ich denn machen? Irgendwo hier muss ich noch bauen können. Ja, das ist das Problem. So, Feuerpfeile wären natürlich nett. Bannerträger wären nett. Streitwagen. Nehmen wir jetzt die Esse. Okay. Ach, ja, der ist tot. Das sind halt diese Probleme, ne? Wo waren das? Ich weiß es nicht. Ja, gut, das ist vielleicht ein bisschen dämlich. So. Wo ist denn der böse Baumeister? Der ist tot. So. Phalangen. Das ist auch schön. So, mal sehen, ob wir den snipern können. Das täte mich jetzt wirklich interessieren. Kann ich den snipern? Na gut, der stirbt so. LOL. Schafft er das? Nee, dann stirbt er selber. Okay, ich probiere es halt rum, weil ich hier echt keine Ahnung habe, was ich hier mache. Nur Festung. Naja, ob man den einnimmt oder nicht, weiß ich noch nicht. Sehen wir demnächst. So. Kaputt. Kaputt. Kaputt.
creepen. Streitwagen ist kampfbereit. Ja, da geht aber einiges kaputt. Was ist denn das für ein Hotkey? M. Sehr schlecht. K. Auch sehr schlecht. GG. GG. Das war komisch. Aber bei der Karte geht nichts anderes. Du musst einfach instant nach vorne rennen, das Zeug in der Mitte einnehmen, spammen, GG. Alles andere macht keinen Sinn. Die Menschen aus Tali kosten 150 und hier kosten sie 500. Ach du Heilige. Wow. Wow. Ich glaube, ich war einfach ein Stück früher da. Und dann sind die Zwerge einfach stärker als Angmar. Das ist es. Ich weiß nicht, ob Orks besser funktioniert hätten. Menschen vielleicht mit dem Bogenschützen. Oder keine Ahnung. Also schwierig. Aber so war das nix. So war das einfach nichts. Trinken. Hallo. Hallo. Hi. Die Karte ist ja so zum Kotzen. Wie warst du jetzt mit den Zwergen so schnell in der Mitte? Ich hab da in der Nähe eine Mine gebaut und hab als drittes, also Mine... Mine und dann die Halle und dann halt sofort rüber gespammt. Oh fuck. Ja, anders geht das nicht. Also. Pff. Ich hatte, ich hab meine. Es ist das erste Mal, dass ich auf der Karte verloren hab. Ich hab jetzt immer dieselbe Taktik gemacht. Ich hab immer gleich die Mitte geholt und dann konnte ich immer aus zwei, oder ich hätte dann insgesamt dann aus sechs Kasernen spammen können. Ah, okay. Ja. Ich dachte mir schon, du musst, bei der Karte musst du in die Mitte, wie du es wolltest, so schnell wie möglich die Gasthäuser rausspammen, was geht, alles einnehmen, wer die Mitte hat, gewinnt. Ich habe erst die Gasthäuser eingenommen und dann erst den Vorposten. Also ich habe erst einen Vorposten eingenommen und bin dann zum Gasthaus runter. Weiß nicht, ob das besser war. Keine Ahnung. Auf jeden Fall weiß ich halt, dass du, ich glaube, du kamst am Anfang mit Lanzenträgern und ich hatte die Hüter und die in Defensiv, aber mit dem Buff, die zerbumsen einfach alles. Ja, ich hatte Dunländer hatte ich noch. Okay. Ich hatte ja Angst, ja, dass du. Schön. Ich hatte ja Angst, dass du mit Axtschleuder rankommst am Anfang, weil die machen gut Schaden. Ja, ich hab so ein Streitwagen-Ding irgendwie erwartet, aber. Ich dachte mir, dass du damit erwartet. Aber Streitwagen ist auf der Karte, wenn du Gebäude einnehmen willst, totaler Schwachsinn. Das. Entweder hätte ich wählen können zwischen Halle der Könige oder Schießstand. Auf der Karte jetzt. Weil da mit Reitern, wäre ich Gondor gewesen, hätte ich vielleicht sogar die Reiter genommen. Weil die halt schnell sind, mobil, bis schnell in der Mitte, aber die Streitwegen können ja nichts einnehmen, soweit ich weiß. Nee, aber. Ja, eben, deswegen. Naja, bei der Map kommt vor. Ist halt, wie es ist. Die haben meine Einheiten echt weggeschnetzelt wie nix. Ja, genau, also das war ruckzuck. Gut, es war knapp, aber dann kamen die Leute aus Tal draußen. Dann hatte ich, glaube ich, Glück, hab noch einen Zuchtmeister snipern können irgendwie. Ja, und dann snowballt das so schnell, dann ist vorbei. Ich hab's immer gefühlt, bei mir sind die Zuchtmeister immer ganz vorne. Ja, das ist irgendwie. Ich kenne das, ist sehr seltsam. Nervig. Ja, das stimmt. Ich meine, ich hatte so grob ungefähr immer vier Zuchtmeister und einen Dunländer-Trupp. Und du hattest ein paar Hüter, glaube ich, und ein Phalanx. Ja. Am Anfang, die haben alle weggeschnitzt. Ja. Das ist halt, die Zwerge machen nicht so viel Schaden, aber sie halten dreimal mehr aus als jedes andere Bataillon im Spiel. Was mich jetzt mal interessieren wird, ich bin ja auch eher so ein Spam-Spieler. Ja. Also ich spam auch lieber als zu verteidigen. Ich hab's jetzt letztens. Naja, ich werde jetzt auch nur noch mit Angmar spielen, weil ich die einfach besser kann. Okay. Aber wie kannst du mit Zwerge spammen?
Naja, ich hatte halt alle vier Vorposten und dann kannst du aus zwei Gasthäusern und raushauen, was du willst. Ja, okay, aber auch bei normalen Spielen, bei Menschen kannst du mal gut spammen. Ja, ich hab das von StarCraft. Ich gebe einfach jedes Geld aus. Einfach nicht für Tech, nicht für Helden, nur Gebäude spammen und ich creepe viel. Ich zerstöre unendlich viele so Orklager und so Zeugs. Gibt halt instant 400, 500 Gold, je nachdem, was du umbringst. Also, wenn Also du. ich wollte jetzt dann vorhin eben, als ich dann so ein bisschen die Mitte hatte, wollte ich einen Karsch und einen Walder raushauen. Karsh hätte gut geholfen. Ja, also ich war gerade überlegen, weil man muss es ja so sehen. Hätte mein Spam funktioniert, hätte ich einen Walder gebaut, weil der einfach Führerschaften gibt. Und für den Fall hätte ich da vorne ziemlich stark halten müssen, wollte ich einen Karsch bauen. Dann war aber nur das Problem, dann hattest du das erste Gasthaus. Das heißt, meine Truppenfehlgänger musste ich hinten neu bauen und dann konnte ich doch keinen raushauen. Okay. Also damit, wo du dann das Gasthaus bei mir erobert hast, ging Mhm, es dann los ja, eigentlich. das stimmt. Das ist halt mies, weil du nicht nur ein Gasthaus verlierst, ich gewinne auch noch ein Gasthaus. Das dreht sich quasi, also Ja. zweifach so schlimm um. Also Dann das. hast du aus zwei praktisch Menschen das Tal gebaut und dann Ja, und. die Wolfsreiter machen hier überhaupt keinen Schaden. Nee, die sind nicht so super, habe ich das Gefühl. Also, sie sind gut, Sind. um Gebäude zu kaputt zu machen, wieder abzuhauen, aber gegen Einheiten, weiß nicht Die so. haben den Menschen aus Tal nicht mal mehr die Hälfte des Lebens abgezogen. Okay, ja, krass. Also ich habe oft hast du immer so einzeln rumlaufen lassen. Ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast. Ich bin auch mal von oben gekommen, das sind sie gerade draußen, hab sie gerade überritten, die haben nicht mal die Hälfte verloren und die Dinger waren tot. Die war es weiter. Also war kein Tropiken, sondern es waren nur Bogenschützen aus Tal, die sind fast alle gestorben dadurch. Ja. Also, die haben sich auch nicht gelohnt. Nee, nicht so wirklich. Die brauchen auch sehr viel Liebe, die Reiter, damit sie wirklich nützlich sind. Das sind keine Einheiten, die Ja. man einfach in den Gegner reinschmeißen kann. Ja. Weil wenn ich das jetzt mit Rohan-Ritter-Reiter oder Gondor-Reiter, ne? Ja. Oder die Dol Amroth-Reiter, die kannst du aber durch Speere reinschicken, da passiert nichts. Das ist wirklich so. Gerade wenn sie Stufe 7 sind mit der Fähigkeit, da kannst du durch gefühlte 10 Lanzenträger durchjagen. Da stirbt kein Okay, einziger. krass. Also. Naja. So, ich hab schon aufgemacht. Kommst du rein? Ja. Funktioniert das? Sehr schön. Schauen wir mal, wie das ist. Ich weiß nicht, was ich nehmen soll. Hast du eine Karte? Pforte von Rohan. Ja. Die ist Du eigentlich nimmst echt Mensch. schön. Ich denke, das macht ja am meisten Sinn. Ich Ja, ich könnte würde auch ja Mensch bauen Isengard oder nehmen, Isengard, aber. ne? Ja, ich überlege Ja, gerade, gut, was ich Isengard nehme. Man hatte muss es ich. so sehen: Pforte von Rohan gehörte den Hohirrim und dann wurde es erobert, als Saruman halt später Ja, kam. also man kann beides nehmen, nämlich. Also man kann eigentlich beides nehmen, hast die freie Ja. Wahl, aber ich. Also, dann nehme ich Ja, doch mal nicht. Isengard, habe ich glaube ich noch Wirklich? nicht genommen. Oh, scheiße. Was macht man am besten gegen Isengard? Kommt drauf an. Ich überlege, vielleicht soll ich gerade den Menschen jetzt nehmen, so mit der passenden. Dann nehmen die Menschen. Könnte Ja. sehr lustig werden, ja. Dann probiere ich es mal mit den Menschen. Haben sie ja schon mit den Elben und Zwergen verkackt. Ich habe es jetzt dreimal probiert mit Zwergen, habe mir gedacht, nee, das kann ich nicht. Ich muss jetzt selber auf Spam gehen. Ja. Das ist das Einzige, was ich kann und je konnte. Okay. So, ich bin kurz eine halbe Minute weg, komm gleich wieder und dann kann's losgehen. Okay. Aber ich Jo. leg schon mal auf, du machst dich bereit und ich komm gleich wieder. Bis gleich. Bis gleich.
So. Okay, dann schauen wir mal, ob da soweit alles funktioniert. Läuft der Streamerino noch? Schauen wir mal. Scheint so. Okay. Fragt man nochmal nach, ob er bereit ist. Müsste das Dylunja hören. Gut. Dann geht's los. Ich bin nämlich auch bereit. Good luck, have fun. Isengard gegen Mensch. Also ich weiß nicht, wie man mit Isengard eröffnen sollte. Ich könnte wieder Reiter-Opening spielen, geht mit jedem, also mit jedem Volk irgendwie. Ob das hier so klug ist, weiß ich nicht. Ich könnte es probieren. Ich könnte es probieren. Gibt mir halt einen schnellen Zugang. Ich könnte creepen. Ich könnte ein Gasthaus bei ihm einnehmen, von hinten rein und so. Ich glaube, ich spiele wieder Reiter-Opening. Weil hier können die Reiter sogar was machen, ohne dass ich ihm Schaden machen muss. Das ist eigentlich ziemlich nice. Also, das da. Und dann das da. Ich hoffe, das ist richtig gemacht. Ich weiß es nicht. Palantir? Nee, Krähwein sind besser. Ich hoffe, das war jetzt wirklich richtig. Vielleicht war es ein bisschen zu aggressiv. Ach, keine Ahnung. Nee, es müsste passen. Ah, warte, ich krieg ja bloß die blöden... Ah, verflucht. Das war dämlich. Weil ich kann keine Wargreiter machen. Okay. Vergiss es. Vergiss es. Dann haben wir einen langsamen Start. Bauen wir die Blödhütte. Und spammen da ein bisschen rum. Ich habe ganz vergessen. Ich habe ja am Anfang, habe ich ja... nur die normalen Wargblödrudel-Dingsies. Die bringen mir ja nichts. Das war jetzt nicht klug. Das war jetzt sehr unklug. Aber gut. Wir lernen noch. Die haben ja kein wirkliches Reiter-Opening. Ne? Nicht wirklich. So, er spielt Reiter. Das ist jetzt natürlich sehr blöd. Aber dagegen kann ich nicht viel tun. Ich kann zwar die wilden Menschen aus Dunland bauen. Mache ich auch. Weil ich halt ein bisschen creepen kann. Aber ich werde mich nicht groß hier... Die Frage ist halt, behält er das Ding? Oder nicht? Also reißt das wieder ab? Er reißt es wieder ab. Ich muss mal gucken, wo sie hinreiten. So, erstmal die da. Noch sehe ich ihn nicht. Schauen wir mal. Ob und wie das funktioniert. Ich habe keine Ahnung. Ist ein sehr langsamer Start jetzt. Ich habe mich komplett verschätzt. Ist natürlich nicht nett. Aber jetzt schauen wir einfach mal. Ich glaube, ich baue... Fackeln. Deutlich. Ja, weiß ich noch nicht. Bin so ein bisschen arg verunsichert gerade. Jetzt schauen wir mal. Nee, 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 nee. Die Waage greifen wir nicht damit an. Ja, nee. Also so macht er das natürlich recht klug. Da können wir aber rein. So. Und dann vielleicht mal Armbrustschützen.
Ich muss halt gucken, dass ich die Reiter wegbekomme, ne? Die Reiter, die müssen jetzt ganz dringend weg. Ist die Frage, ob die das überhaupt kaputt kriegen. Sieht derzeit nicht wirklich gut aus. Naja, schauen wir mal. Oh. Also er macht das ziemlich, ziemlich gut. Und ich glaube, mit meinem Opening komme ich hier nicht wirklich weiter. Ich wüsste nicht wie. Das ist ein richtiges Problem. Weil er kann halt da unten jetzt spammen, wie er möchte, ne? Weil vielleicht kriege ich hier einen Baumeister, das wäre auch schon mal nett. Naja, die sind tot. Vielleicht kriege ich das Ding, aber das ist erstmal weg. Oh, da ist ein Reiter. Na, ja, das wird knifflig. Keine Ahnung, wie ich das hinkriegen soll. Weil auch die ganzen Einheiten helfen mir da gar nicht weiter. Wirklich gar nicht. Habe ich das Gebäude zerstört? Ja. Also die halten mit dem Buff hier, mit dem Debuff gut was aus. Auf Dauer lohnt sich das aber nicht. Ist die Frage, ob ich das überhaupt brauche noch, das Ding. Muss ich mal gucken. Ah, das ist nützlich, dass er hier die Waldläufer wegschmeißt. Das hilft mir. Das hilft mir wirklich weiter. So. Oh, da hinten ist Gollum. Ja, da hinten ist Gollum. Den muss ich mir holen. Wo ist er denn? Ja, da unten kommt schon wieder Dingsies. Ich dachte, ich hätte hier... Ich hab den Ring. Yes, nice. Los geht's. So, auf jeden Fall das Krähennest holen. Da ist die Warggrube, ne, also. Ja. Ach du Scheibenkleister. Das schaut böse aus. Da kann ich gerade nicht so viel machen. Aber wenn seine ganze Armee da unten ist, kann ich hier zumindest ein bisschen rumspammen. Ein bisschen nerven. So, jetzt kann ich Wargreiter ausbilden. So, das dürfte ganz gut ausschauen. Dann hauen wir hier ab. Der baut da Katapult und einen Baumeister. Ja, Halleluja. Was ist das denn jetzt? Was wird das denn? Na, ob der Turm das macht? Das ist jetzt die Frage. Das ist jetzt wirklich die Frage. So, Baumeister, tot.
Okay. Ah, die Katapulte gehen kaputt. Das, da läuft jetzt alles für ihn schief. Ah, das ist natürlich super für mich, ne? Ja. Ja, ich könnte eigentlich auch mal sowas bauen. Das ist halt teuer, dass ich das entdeckt habe. Ich weiß auch nicht, warum er es dorthin getan hat. Wisst ihr was? Ich hole mir jetzt einen Lurz. Wo ist der denn? So. Was ist hier? Ah, da geht noch mehr kaputt. Da kommt was. Das werde ich so nicht halten können. Ah. Da muss ich jetzt abwarten. Das ist sehr gut. So. Ja, da kann ich gerade nicht viel machen. Nein, ihr sollt da doch nicht rein. Ihr Blödköpfe. Obwohl, doch klar, wenn sie sich so hinstellen. So, da gibt es als nächstes Ballisten. Und dann... Dann holen wir uns hier mal so eine Rüstkammer. War auch mal ein bisschen dezentral. Aber das macht ja nichts. Schauen wir mal. Was? Oh, ein Baumeister ist tot. Na super. Na, hier geht aber gut was kaputt. Na, ob das so super ist, was ich hier mache, weiß ich auch nicht. Ah, schlecht schlägt er sich nicht. Also das kann keiner sagen. Das ist schon ziemlich knackig, was hier passiert. Genau. Wo ist denn die Rüstkammer hier? Ist er da? So, das. Schauen wir mal. Wenn ich das da unten habe, dann kann ich da auch gut und gern Zeugs machen mit. Schauen wir mal. Ich sehe halt wirklich sehr viel dadurch, dass ich habe, was ich hier habe. Ne? Das ist super. Ja, wo kann er bauen? Nirgends. Super. Was geht hier? Der levelt jetzt aber gut. Er stirbt vielleicht, aber er levelt ganz gut. Ich lasse ihn jetzt einfach kämpfen, was soll ich sonst machen? Genau. Holen wir mal einen Saruman dazu. So. Das können wir angreifen. Das schaut gut aus. So. Dann mal eine Balliste bauen. Also der Start war schon sehr schlecht. Aber ich glaube, gegen Ende hat es funktioniert. Level 5.
Du nicht, ey. Das ist natürlich auch nett. Wir haben viel zu tun. Das ist sehr schön. Ich kann sie leider nicht gleich nochmal erweitern. Doch, kann ich. Sehr schön. Ach, jetzt habe ich hier zwei Sägewerke direkt nebeneinander. Genial. Wie blöd. Das ist halt echt nutzlos. Ich glaube, ich habe ihn aber überwältigen können. Das Katapult, das verstehe ich immer noch nicht. Aber ich glaube, die Idee dahinter war eigentlich eine ziemlich coole. Leider habe ich es halt entdeckt und das ist teuer. Das ist einfach sehr teuer. Na los. Hat der noch was? Ich sehe nichts mehr. Ich glaube, das war's mit ihm. Also ich kann wirklich nichts anderes spielen, außer nur puren Spam und dann war's das. Zu mehr ist mein Verstand hier nicht fähig. So, Saruman kurz retten. Genau, verteidigt ihn mal. Dann bauen wir hier noch. Ja, irgendwo da wirst du bauen können. Hat er gerade nochmal repariert? Ja, aber das rettet ihn dann auch nicht nochmal. GG. GG. So, jetzt kommen hier die schweren Rüstungen. Und das war's. Cool. Gar nicht mal so schlecht. Also eine sehr interessante Strategie, die er gespielt hat. Es war halt wirklich Pech, dass ich genau dann da war, wo er zwei Katapulte hatte. Katapulte sind auch alleine nicht sehr stark. Also ist ein sehr teurer Weg, um zu harassen. Ich hätte da lieber auf Reiter gesetzt. Und das hätte auch ganz gut funktionieren können, weil er hat das Ding abgerissen, ja. Kann aber dadurch faken, dass er nicht mehr drauf geht, dann bilde ich keine Speerträger mehr aus und dann kommen plötzlich vier Reiter, wenn er die noch ausrüstet, statt die Katapulte das Geld in der Schmiede zu packen, um sie auszurüsten. Das hätte wirklich sehr viel Schaden machen können. Aber gut, im Ende war es halt ein bisschen unlucky. Unten hat er sehr viel, ich glaube, er muss noch ein bisschen schneller und aggressiver werden. Aber ansonsten war das eigentlich ziemlich gut gespielt von ihm, muss ich sagen, doch. Okay, damit bin ich auch hier erstmal wieder fertig. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich wünsche euch wie immer einen wunderschönen Tag. Macht's gut. Bis dann. Ciao. Hey yo und vielen Dank fürs Anschauen des Videos. Wenn ihr mich unterstützen wollt, klickt einfach auf den Daumen rauf Button. Habt ihr irgendwelche Wünsche, Feedback oder Vorschläge? Lasst es mich in den Kommentaren wissen. Ihr könnt außerdem meinen Kanal abonnieren, um kein Video mehr zu verpassen. Ich wünsche euch einen wunderschönen und stressfreien Tag. Macht's gut.